Moin Leute und herzlich willkommen. Bevor wir jetzt gleich mit der richtigen Folge beginnen, will ich einfach zu Anfang an sagen, heute um 19 Uhr beginnt nochmal ein Schniggytown-Livestream, hatte ich ja letztens erst, und heute ist wieder einer. Also wenn ihr das hier seht, guckt die Folge zu Ende und dann ab in den Livestream. Link habe ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Und jetzt erstmal zum Anfang dieser Folge. Und zwar möchte ich euch ganz am Anfang dieser Folge einmal zeigen, was wir denn im letzten Livestream gemacht haben, weil wir sind ja zu ein bisschen was gekommen. Das will ich euch jetzt diese Folge einfach einmal zeigen. Okay. Und zwar müssen wir dafür zum Schwimmbad gehen. Das ist ganz einfach. Das habe ich hier neben dem Kino, habe ich das angefangen zu bauen. Ich bin auch noch nicht fertig. Keine Sorge. Genau, weil ich habe ja live gestreamt und ich habe wirklich recht lange noch gestreamt. Ich glaube bis 16:30 oder... Was ist das hier für ein Grundstück? Das war hier vorher nicht. Ach, hier steht der Pferdehof. Ach, cool. Die baut gleich neben den Schwimmbad einen Pferdehof. Okay, ist auch geil. Genau, hier entsteht das Schwimmbad. Okay, das wusste ich jetzt selber noch nicht. Okay, wie weit bin ich gekommen? Das Glas habe ich tatsächlich und da oben die Decke habe ich noch selber in Jena einfach so gebaut. Das habe ich nicht im Livestream gemacht, aber im Großen und Ganzen, was habe ich geschafft? Hier haben wir einen kompletten Berg abgetragen. Der ist nicht mehr hier, wie ihr seht. Dann haben wir hier die ganzen Becken angelegt. Hier das alles ausgehäuft, beziehungsweise hier gab es ja keine Erde, also mussten wir uns von unten sozusagen ranbauen. Ich zeige euch das mal hier von außen. Das sieht dann so aus. Das haben wir alles gemacht. Alles richtig platziert. Das war wirklich ein langer Livestream, muss ich sagen. Und wir werden dann natürlich heute dran weiterbauen. Dann sieht man hier, ich habe etwas Quarz gefarmt. Erst war ich zusammen mit der lieben Christina im Nether. Wie ihr seht, brauche ich noch einiges an Quarz. Da unten rein möchte ich gerne später, ich hatte erst geplant Lapis Lazuli, aber bis man das zusammengefarmt hat, dauert das ja noch länger. Also möchte ich da gerne dunkelblaue Wolle reinmachen. Das sieht bestimmt auch gut aus. Muss man einfach mal testen. Aber dazu muss ich natürlich auch die Wolle farmen. Alter Schwede. Jetzt möchte ich euch das Ganze auch nochmal von innen zeigen. Aber dafür muss ich natürlich auch erst einmal hier zum Eingang rein, weil ich ja die Wände schon gezogen habe. Hier kommt man natürlich ins Schwimmbad rein. Hier wird dann sozusagen der Schalter entstehen. Und hier kommt man dann zu den Umkleiden. Hier kommt man dann zu den Einumkleiden natürlich. Dann entstehen hier dann die Spinde sozusagen und hier die anderen Umkleiden für je männlich und je weiblich. Dann kommt man hier in zwei Räume rein, das sollen dann später die Duschen werden. Und dann ist man hier auch schon im Hallenbad, weil ich beides baue, sowohl Freibad als auch Hallenbad. Und das hier ist natürlich das Hallenbad ohne Boom-Spider. Ich gehe mal lieber weg von der, die ist echt fies. Genau, und das war es auch eigentlich schon im Großen und Ganzen. Sieht jetzt nicht so viel aus, muss ich zugeben. Hat aber irre lange gedauert, weil ich das ja alles selber sozusagen erstmal farmen musste, platzieren musste, mir überlegen musste, wo ich was hinstelle. Und das ist gar nicht so leicht, muss ich sagen. Und ja, jetzt überlege ich gerade, was ich noch mache. Wie wäre es, wir gehen einfach mal ein bisschen in den Nether. Wollen wir in den Nether gehen? Also ich habe ja mittlerweile voll Iron, dementsprechend ist das nicht ganz so gefährlich im Nether. Trotzdem sollte man... Oh, die haben mein komplettes Holz weggemacht. Okay. Ich muss mal eben die Holztruhe nachfüllen. Sonst heißt es später, dass ich meine Aufgabe als Holzfarmerin nicht gerecht werde. Das wollen wir nicht, ne? Genau, und heute Abend, wie gesagt, kommt wieder ein Livestream. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ehrlich gesagt macht mir das richtig Spaß, so ein bisschen zu streamen und dabei zu bauen. Das habe ich ja so in dem Sinne noch gar nicht gemacht. Wer es kennt mit Salaishi, das kommt natürlich auch noch. Ja, da sieht man ein bisschen, was habe ich schon im Nether gefarmt gehabt. Nur momentan komme ich einfach nicht dazu, Salaishi zu streamen. Momentan bin ich dafür einfach nicht in der Stimmung, könnte man sagen. Ich brauchte Holz, genau. Ich habe gar nicht mehr so viel. Ach komm, dann lass uns einfach mal jetzt noch ein bisschen die Zeit nutzen und wir gehen gleich ein bisschen Holz farmen, würde ich sagen. Ja, das können wir machen. Dann kann ich mal ein bisschen produktiv sein. Ist doch gar nicht so verkehrtes. Aber wir fragen hier mal Stifler, ob er noch was zu essen hat. Hast du noch Essen? Stifler? So, fragen wir mal. Vielleicht hat er ja was Schönes für uns. Ich frage ihn einfach mal. Weil ich habe nur noch 4 Hühnchen und die anderen sind auch nicht mehr so viel. Also wäre schön, wenn er was für uns hätte. Mein Gott, ich höre die ganze Zeit Zombies. Das fuckt einen richtig ab. Ja, aber ich bringe sie gleich vorbei. Dankeschön.
Dann lass uns mal eben kurz den Zombie hinter unserem Haus töten. Wenn er noch da ist. Ja, ist er noch. Okay. Dann komm mal rein. Komm. Komm her. Ja, komm her. So. Boah, ich muss sagen, die Mobs sind ganz schön laut. Ich hoffe, dass das in der Aufnahme nicht auch so laut ist. Oder kommt mir jetzt gerade nur so vor, weil ich ein bisschen die Lautstärke verstellt habe. Das kann natürlich sein. Es wäre natürlich nicht so gut. Okay, wir brauchen natürlich Äxte. Wir wollen jetzt ja schließlich gleich Holzfarm gehen. Da brauche ich natürlich Äxte. Erstmal hier das hier. Und da habe ich auch schon Äxte. Das kann ich erstmal reintun. Dann kann ich die mitnehmen. Können wir die mal kaputt machen. Und natürlich eine Eisenaxt. So. Der liebe Stifler kommt da auch schon mit Essen. Danke schön. Danke. Oh, Stifler! Geiler Creeper! Das sah auch geil aus. Ich mache jetzt auch... Achso, komm mal mit. Okay, dann folgen wir ihn jetzt einfach mal. Obwohl eigentlich vorher zwar am gehen, aber machen wir es halt jetzt. Das hier mal. Das wird auch nicht ganz so eine lange Folge wie sonst. Also sonst immer versuche ich die ja ein bisschen länger zu halten. Klar, beim Zusammenschnitt ist es nicht so lang gewesen, aber an sich, wenn ich solche Folgen mache, versuche ich die ein bisschen länger zu halten. Aber ich will die ja heute auch noch schneiden und vor dem Stream hochladen, dementsprechend. Schau mal. Oh, der hat seine Mühle fertig! Oha! Alter Schwede! Alter Schwede, guckt euch das mal an! Richtig geil. Also das kann er, muss ich sagen. Mühlen bauen kann er. Guck mal hier, sogar mit so einem Detail. Oh Gott. Ah, natürlich. Ein Dia-Zombie. Komm. Komm her. Na los, Zombie-Warrior. Oh. So? Ich hab gerade ausgesehen. Oh, okay, aber der hätte mich vorher fast one-hitted. So, komm. Stirb. Na los. Warte mal, wie viel hält der... Ja, danke schön. Wie viel hält der aus? Alter Schwede. Kein Schwert mehr und hat auch meine Spitzhacke kaputt gemacht. Also, sieht geil aus, ne? Genial. So. Also, Respekt, Alter. Ach du Scheiße, man kann hier sogar reingehen. Ey Leute, guckt euch das mal an. Wie viel Mühe sich der Junge gegeben hat. Nun muss ich ja mein Schwimmbad nochmal 50.000 Mal besser bauen, als ich schon bei bin. Oh Gott. Das sieht ja geil aus. Oh, ich bin gerade voll gehypt. Es kann sein, dass ihr einfach nur sagt, hier ist eine Mühle, jetzt komm mal wieder runter, stell dich mal nicht so an. Ich finde die wirklich gut. Also wenn man das zum Beispiel bei Masterbuilders einfach 5 Minuten bauen würde, dann wäre jeder platt, glaube ich. Nee, aber ganz ehrlich, ich finde die Mühle richtig gut. Richtig gelungen. Und richtig geil, dass man hier auch überall rein kann. Kann man hier? Ja, natürlich, hier, guck mal, man kann theoretisch, so nach dem Motto, mit den Flügeln stimmt was nicht, dann kann man hier rein und dann kann man hier einfach an den Flügeln halt ein bisschen rumprobieren, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wo springen wir denn mal hin? Da springen wir hin. Nein! Fail! Mega Fail, so. Ja, ich bin da natürlich nicht nebengesprungen, Leute. Ich war natürlich genau im Wasser drin. So. Ja, und das hier ist halt... Genau, weiter umgucken will ich mich gar nicht, denn das Richtige... ich werde mich natürlich im Stream nochmal alles, nochmal allem widmen und nochmal alles genau zeigen, wie es jetzt zum Beispiel mit dem Krankenhaus da auf sich hat. Hier ist ja auch noch ein Gebäude entstanden. Und natürlich werden wir am Bahnhof weiterbauen. Und es werden natürlich auch viele Leute dabei sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber ich will hier niemandem versprechen, nicht, dass jemand kurzfristig nicht kann. Und dann seid ihr traurig, wenn er nicht dabei ist. Dementsprechend verspreche ich jetzt hier niemanden. Aber es werden Leute dabei sein. Freut euch einfach drauf. Und ich hoffe natürlich, dass ihr nachher dabei seid. Und dann beende ich jetzt einfach hier meine Folge.
Bis nachher beim Stream. Tschüss.